Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkusser. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere dir heute Laiko aus dem Steam-Workshop. Download Link findest du in der Videobeschreibung. Erstellt wird das Ganze vom Benutzername und mir hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genügend Bewerter davon sind und wurde am 11. Juli 2021 hochgeladen. Und warum ich so lache, ist ganz einfach, weil ich den Namen immer noch im Steam ablese. Und willkommen zur letzten Präsentation. Ich hoffe, ich habe ein Echo eingefügt, weil sonst klang das sehr, sehr komisch. Ich möchte ganz kurz was zur letzten Folge sagen. Benutzername sei mir bitte verziehen. Auf jeden Fall, in der letzten Folge war ich am Ende so emotional berührt, das hatte ich selten, wirklich super selten, außer Garden of Eden. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Das war irgendwie eine Bahn, die ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Auf jeden Fall, die letzte Bahn hat mir mit dem Feuerwerk so ein bisschen die Sprache verschlagen. Und auf jeden Fall habe ich dann nicht mehr gesagt, wenn du anderer Meinung bist, darfst du das natürlich in Kommentare schreiben. Und wie gesagt, es war einfach emotional so, so berührend. Ich kann es dir gar nicht beschreiben. Ich war auf jeden Fall hin und weg. Und heute hoffe ich einfach mal, dass wir auch hin und weg werden von Benutzernamen, der nämlich Pyramide of Death gemacht hat. Er ist irgendwie ein Freund des Todes, weil ich habe, glaube ich, eine Bahn schon mal von ihm präsentiert, habe auch öfters bei ihm im Stream geguckt und jedes Mal ging es irgendwie um den Tod. Ich meine, er ist auf jeden Fall irgendwie mit Hades verwandt. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber jedes Mal wirklich geht es um den Tod. So, ich drücke jetzt mal auf Play und es tut sich erstmal, okay, die Wand. Ich hätte vielleicht die freie Kamera wählen sollen. Okay, wir sehen. Er guckt sehr viele Folgen von mir, weil normalerweise ist das ja so, wenn ich mit einem schwarzen Bildschirm. Wer schreit denn da? Wer schreit denn da? Auf jeden Fall, wenn ich mit einem schwarzen Bildschirm beginne, wird das eine sehr, sehr gute Bahn. Wir sehen jetzt natürlich den Schriftzug, aber wenn man sich umdreht, haben wir natürlich den schwarzen Bildschirm. Und ich bin jetzt einfach gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe so ein bisschen Angst, wirklich. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet, aber ich habe so ein bisschen Angst. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall Pentagramm, okay, und dann den Schriftzug Laiko mit Lava. Alter, laber mal nicht. Ich wollte mal. Okay. So. Finde ich aber sehr cool, diesen 3D-Schriftzug mit Lava. Alter, Junge, muss das sein? Der weiß, dass ich Horrorspiele hasse. Der weiß das einfach. Und der macht das. So. Ich lese mal ganz kurz die Beschreibung durch. Und dann lese ich dir vor, was hier steht, ja? Hier mein Beitrag zum Laiko-Wettbewerb von Knorr. Die Bahn ist nicht von mir. Die Bahn ist nicht von mir gebaut. Ach so, ja, klar, die habe ich ja selber gebaut. Stimmt ja. Sondern wurde von Meister himself gebaut, zur Verfügung gestellt. Aufgabe war es, die Bahn zu thematisieren. Alle Regeln findest du in der Beschreibungstext der Bahn. Genau, das ist genau richtig. Story. Viele Forscher, Schatzsucher und Archäologen haben sich auf den Weg gemacht, um die sagenumwobenen Temple of Death zu finden. Ich habe den gefunden. Ich starte tatsächlich in diesem Temple of Death. Also bin ich ja ein hervorragender Forscher. Bisher jedoch ohne Erfolg. Ganz ehrlich, ich habe es gefunden, also hatte ich Erfolg. Also bin ich ja der Erste und ich bin ein Epic-Forscher, wie auch immer. Was sie stattdessen gefunden haben, ist die Pyramide auf. Achso, ich habe die. Warte mal. Habe ich jetzt die Pyramide auf Death gefunden oder den Tempel auf Death? Moment, Moment, Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, Ich bin doch nicht so ein toller Forscher. Ich habe die Pyramide of Death gefunden. Nicht den Temple of Death. Ist zwei Paar Schuhe. Okay. Was die stattdessen. Zumindest heißt es, dass, wenn zurückkommen, ist von dort noch niemand. Also, es ist noch niemand zurückgekommen. Da bin ich immer drauf gespannt. Ich werde auf jeden Fall zurückkommen. Info. Die Info. Bahn kann auch soll. Was? Bahn kann und sollte Tag und Nachts gefahren werden. Okay, welche Uhrzeit ist eingestellt? 10 Uhr mittags. Also werden wir die natürlich auch nachts fahren. Bitte nur Seat View Raya 1. Das ist ganz normale Fahrperspektive. Okay, ich werde die sowieso nie ändern, normalerweise. Außer es steht so fett dran: Reihe 1, Sitz 4, Armlehne 5. Ne? Dann werde ich es natürlich ändern.
nicht durch geschlossene Türen gehen, sondern die Play Me. Ja, er weiß, was ich immer drücke. Play Me. Warte. Auslöser verwenden. Das ist wichtig für bestimmte Effekte. Am Ende des Ausgangsweges gibt es noch ein Feuerwerk. Viel Spaß. Rückmeldung ausdrücklich erwünscht. Ich habe 37.438 Teile verbaut. Okay. In Englisch erspare ich dir jetzt mal und wir gucken mal. So, was haben wir denn? Hallo, Knork. Da ich ja weiß, dass du niemals Steam-Texte durchliest, habe ich gerade gemacht, habe ich hier ein paar wichtige Infos an die Wand geschrieben. Ja, okay. Der Coaster ist für Tag- und Nachtfahrt optimiert. Bitte nur Sitz, erste Reihe fahren. Also wie immer. Ja, das kriege ich wohl hin. Gehe nach den Testfahrten den Ausgangsweg entlang, folge dem Weg. Folge dem weißen Kaninchen. Ist das nicht aus Matrix? Oh, eine Anspielung aus Alle Rasten aus. Ich glaube, weil die kennen sich ja sehr gut, ich glaube, dass das deswegen diesen Folge dem Weg oder beziehungsweise diese, eine Anspielung auf Folge dem weißen Kaninchen, ne, meine Interpretation. Ich glaube deswegen, oh, sehr, sehr clever. Geh nicht durch geschlossene Türen, sondern benutze die Steuerungen. Wichtig für die Auslöser. Viel Spaß, dein Lieblingsbenutzername. Okay. Play me. Ich bin, ohne Mist, ich bin jetzt gewillt, da durchzugehen. Ja, okay, ich halte mich an dir, Spirit. Oh, die Tür geht auf. So, was haben wir denn? Play me? Ich höre Spinnen. Okay, ich muss da wohl rum. Ah, ich mag ja so Spiele, ne? Mann! Null Punkte, null Sterne. Absolut. Junge. Boah. Also, absolut, nee. Das ist nicht witzig. Absolut nicht witzig, Kollege. Wirklich nicht. Ich gehe lieber in das Fegefeuer da vorne. Junge, ey. Mich kribbelt das gerade am ganzen Körper, ne? Okay. Feuerwerk. Feuerwerk. Achso, das ist der Ausgang. Okay. Ich verstehe. Okay, dann fahren wir jetzt damit. Achso, ja, ich sollte vielleicht auch auf Testen drücken. Ja, Entschuldigung. Ich bin neu in diesem Business. Null Sterne, ohne Mist, ne? Da gibt's keine Diskussion mehr. Oh, Farbwechsel. Okay, in Orange. Halben Stern. Die Warteschlangen. Orange. Ist das die erste Bahn, die wir fahren, die als Park gespeichert wurde und dann Tag und Nacht? Ich glaube schon, ne? Nee. Stimmt. Die clean Bahn haben wir, sind wir auch Tag und Nacht gefahren. Stimmt. Also mit den Spinnen, ne? Nächster Contest bist du nicht mehr dabei. Tut mir leid. Oh, das finde ich sehr cool. Bist wieder dabei. Oh, das passt auch noch zur Musik. Das ist natürlich blöd, wenn ihr da so hängt. Selbstgebaute Stützen. Das Feuerwehr... Umgedrehtes Kreuz.
Das Feuerwerk werden wir uns. Warte mal. Die fahren wir jetzt direkt bei Nacht, oder? Das Feuerwerk werden wir uns auf jeden Fall im Abend anschauen, weil Feuer hat keinen Sinn. Warte mal. Nee, hier ist Feuerwerk. Was steht da? Danke an alle Stream-Zuschauer und vor allem an Discord-Streams für eure Ideen und für Rückmeldungen. Besonderen Dank geht an. Wo steht mein Name? Ich präsentiere hier diese Bahn. Wo steht mein Name? 0 Sterne. Okay, wir fahren jetzt einmal natürlich im Nachtmodus. Jetzt bin ich gespannt. Also die Auslöser waren sehr, sehr, sehr geil. Vor allem die Effekte mit dem Pentagramm. Und diese Lichtflackereien, ne? Also Neulinge wissen halt nicht, was da für Arbeit hinter steckt, aber hier zum Beispiel auch Lichtwechsel und so. Ist das hier eine Wandheizung? Also es gibt ja Fußbodenheizung, ne? Normale Heizkörper, aber ich glaube, das hier ist Wandheizung. Sehr geil. Die Auslöser, die hauen mich gerade um. Echt. Die Bleistifte, die hier wieder weggehen. Und das mit den, ohne Mist, mit dem Feuer, passend zur Musik. Hui. Das hier finde ich sehr, sehr geil. Wie alles auf dem Boden kracht. Oh, das Pentagramm da unten leuchtet auch. Oh, der auch. Mit Ketten, aha. Habe ich gesehen. Die Kettenhalterung, kenne ich die Anspielung. Habe ich erkannt. Aber du hast ein bisschen einfaches Spiel. Der Hai. Wofür ist der Hai da? Ich verstehe den Hai noch nicht ganz. Ist das ein Sandhai? Diesen Hai. Ist da ein Wasser? Warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz. Wo geht die Bahn? Die kommt von hier. Hier sind Schätze. Ich muss ganz kurz durch die Tür gehen. Es tut mir leid. Ja. Ich muss ganz kurz durch die Türen gehen, weil ich will wissen, was mit diesem Hai da falsch ist. Okay. Ja, muss ich mir auf jeden Fall noch mal ein Video anschauen. Alter, jetzt habe ich mich auch noch verlaufen. Das kann ja... Ganz schlecht. Okay, wir sind hier... Warte mal, hier muss ich rum, ne? Alter, jetzt habe ich mich echt verlaufen. Blöde Kiste. Ne, warte, jetzt ging es hier. Ich folge einfach den Schienen und dann kommen wir doch garantiert zum Eingang, ne? Weil in der Zeit laber ich einfach irgendeinen Blödsinn. Aha, aha. Ja, pass auf, hier sind noch Mauern. Aha, ja. So. Ich müsste jetzt eigentlich. Junge, da habe ich aber Mist gebaut, ne? Ah, guck mal, von außen. Aha, schön. Ja, Mist. Ah, hier geht's außen rum. Guck mal. Habe ich festgestellt. Junge. Komm ich denn jetzt zum Eingang? Warte mal. Das ist die Figur, die am Eingang ist, ne? Okay. Hier ist der Lift. Hier sind die Bleistifte. Ich habe mich zurechtgefunden. Guck mal, hier ist der Lift. Ja, ich habe ihn. Hier ist die Warteschlange. Hier sind die Pentagramme. Und hier ist die Station. Weil ich muss ja wieder zurückfinden. Wegen dem Feuerwerk. So, wir gehen jetzt zum Feuerwerk. Sensationell. Ne, das nehme ich dir echt übel. Und das hat auch in Blau geschrieben ist. Also Orange hätte auch getan. Der Sta... Oh, okay. Okay.
Ja, es sei dir alles verziehen. Für Insider wissen, was ich meine. Junge, muss ich jetzt echt sehen? Ich sehe eine Fata Morgana hinten am Ende. Oh mein Gott. Okay, wir laufen weiter. Hit Interface while playing. Ja, Interface verstecke ich nie. Okay, ich stelle mich jetzt hier hin. Und dann? Oha. Like! Oh! 2021. Geil. Coaster. By. Knorr. And. Benutzername. Szenerie. By. Schön alles auf einer Ebene. Mm. Sorry. Keine Zeit. Für mehr. Feuerwerk. LOL! Ich hatte mal einen Stream, da stand drin, keine Zeit für einen Titel. Schön. Jo, da geht mein... Also ich habe jetzt 11 Frames, 6 Frames. Ich glaube, das war das Ziel. Einfach meinen Rechner kaputt machen. Einfach... Tschö, Grafikkarte! Bis morgen! Ja, kommen wir zu einer Bewertung, ne? Herr Benutzername. Oh, eine Pyramide. Oh, sieh mal eine an. Ich gebe dir gerne 5 Sterne. Auch wenn da Spinnen drin waren. Aber trotzdem, die Auslöser waren exquisit. Die Szenerie war super. Deswegen, ich gebe sehr, sehr gerne 5 Sterne. Sollten ihr anderer Meinung sein, dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.